Mal Kalden gehört zu den schönsten Fachwerkstätten Deutschlands. Die thüringische Kleinstadt ist für ihre märchenhafte Altstadt und für ihre regionalen Erzeugnisse bekannt. Schmalkalder Ereignisse spielten eine entscheidende Rolle in der kirchlichen Reformation vor 500 Jahren. Hohe Bekanntheit genießt auch die Technische Hochschule von Schmalkalden. Da wäre außerdem das leckere Fieber-Nougat. Dieses macht Schmalkalden zum süßesten Ausflugsziel von ganz Thüringen. Die kleine Stadt liegt ganz in der Nähe von einem der schönsten und beliebtesten Höhenwanderwege Deutschlands. Der Rennsteig im Thüringer Wald. Das ist aber längst nicht alles. Die vielen Facetten und Sehenswürdigkeiten der Kleinstadt machen einen Aufenthalt in Schmalkalden zum unvergesslichen Erlebnis. Egal, ob man einen Kurzausflug oder einen Erholungsurlaub plant. Hier nur ein paar Aspekte, auf die Sie sich in Schmalkalden freuen können. Auch das Zinnfigurenmuseum Historicum ist ein wahrer Touristenmagnet. Auf einer Fläche von 300 Quadratmetern unternimmt der Besucher eine Zeitreise durch die Menschheitsgeschichte. Dargestellt mit Tausenden von vollplastischen Miniaturfiguren und maßstabgetreuen Gebäuden. Über die Gassen der wundervollen Altstadt erreicht man die Wilhelmsburg. Ein Juwel unter den Renaissance-Schlössern. Die romantische Umgebung samt zauberhaftem Rosengarten, malerischen renovierten Terrassengärten sowie dem für die damalige Epoche charakteristischen Innenhof weckt die Neugier auf eine Schatzsuche im Inneren. Zu diesen Schätzen gehört auch die Schlosskirche. Hier kann man eine fast 500 Jahre alte, nach wie vor intakte Orgel bewundern. Deren Pfeifen sind, und das ist etwas ganz Besonderes, aus Holz gefertigt. Hier findet eine Konzertreihe statt. Gleich nebenan, der Riesensaal mit seiner faszinierenden Kassettendecke, für deren Betrachtung man den Kopf gerne auch mal länger in den Nacken legt. Außerdem die Herrenküche. Diese sorgt mit ihrer Einrichtung für Verzückung bei Feinschmeckern. Und dann wären da noch die aufsehenerregenden Wandmalereien. Im Gewölbekeller der Schlosskirche findet man eine 1:1-Kopie des Epos Iwein von Hartmann von Aue aus dem 13. Jahrhundert. Die Krönung all dessen ist das von historischer Vielfalt geprägte Schlossmuseum mit seiner spannungsgeladenen Geschichte der Reformation, des Schmalkaldischen Bunds, der Stadt Schmalkalden und ihrer ungewöhnlichen Herrscher.
Willkommen in der Fieber-Nougat-Welt. Hier kann der Besucher vielseitige süße Schokoladenspezialitäten verköstigen und Einblicke in die filigrane Kunst der Nougat- und Schokoladenhandarbeit erhalten. Oder man stellt selbst Kreationen von Schokoladentafeln und handgefertigte Pralinen in einem der vielen Kurse her. Hier kommt jeder auf den Geschmack. Lassen Sie sich im Nougat-Paradies treiben und legen Sie sich einen süßen Vorrat für später an. Im Bergwerk Finstertal. Eine gut erhalten gebliebene Eisenerz- und Braunsteingrube erhält man Einblicke in das einstige Bergmannsdasein. Die farbig fluoreszierenden Mineralien versprechen einen Besuch voller Emotionen. In Erinnerung bleibt auch der Besuch der vor über 150 Jahren errichteten neuen Hütte samt Hochofen zur Eisenschmelze. Die neue Hütte ist eines der letzten Zeugnisse dieser Technologie in Mitteleuropa. Sie zeigt nicht nur Technikfans, welcher große Ideenreichtum und welcher hohe Wissensstand bereits vor Jahrhunderten notwendig war, um diesen industriellen Bereich voranzutreiben. Nach diesen vielfältigen Eindrücken lädt man seine Energiereserven am besten in einem der vielen Gasthäuser samt reizvollem Ambiente auf. Die traditionellen und schmackhaften Gerichte aus der Region des Thüringer Waldes bieten ausreichend Energie für kürzere und längere Ausflüge in die wundervolle Umgebung. Auf diesen Ausflügen stößt man auf weitere faszinierende Orte, die die Wanderung bereichern. Eine dieser Attraktionen ist der Barfußpfad. All das und noch viel mehr erwartet Sie. Also Familie und Freunde zusammentrommeln und in Richtung Schmalkalden im Thüringer Wald aufbrechen.